Ob ich die 500 Gramm Haferflocken schaffe, erfahrt ihr in diesem Video. Jo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte euch ja versprochen, dass wenn es eine Video 100 Likes bekommt, dass ich die 500 Gramm Haferflocken Challenge für euch mache. Jetzt ist es soweit, jetzt mache ich sie. Solange ich im Aufbau jetzt noch bin, mache ich das noch für euch. Ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, aber ich habe es euch versprochen, deswegen mache ich das jetzt. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen direkt einmal an, Leute. Wir haben die 500 Gramm hier drin, ich packe die aber hier in die große Schüssel und esse die hier raus. Der Dennis hat ja schon die Challenge mit dem André zusammen gemacht. Der André hat es ziemlich weggeballert, die 500 Gramm Haferflocken. Und der Dennis hat zu mir gemeint, man sollte nicht so viel Milch oder Wasser verwenden. Deswegen tue ich mir dann nur ein bisschen Milch erstmal rein. Schauen wir mal. So, ich brauche mein Handy noch zum Stoppen. Das habe ich hier. Kann man gut sehen. Oh, mehr Milch. Und nicht sparen. Wenn ich 2 Kilogramm Rindfleisch schaffe, dann werde ich wohl 500 Gramm Haferflocken schaffen. Nicht noch mehr Wasser, das wird doch, vermengt sich dann noch mehr, wird doch noch schlotziger. Ja, aber das ist trocken. Das ist trocken wie Brot. 7 Minuten 15. Jetzt ist es soweit, dass ich sag, das ist echt eklig. Die schmecken, also ich mag den Haferflockengeschmack eigentlich, aber ja, irgendwie ekel ich mich gerade vor Haferflocken. Das ist vielleicht gar nicht mal so geil für meine Diät, Alter. In meiner Diät werde ich wieder Haferflocken jeden Tag essen. Und jetzt zwinge ich mir hier 500 Gramm rein, warum? Entschuldigung. Hi. 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 Ich fühle mich gerade, als hätte ich. Oh, keine Ahnung. 1 Kilo Quagemark gegessen. 5 Kilo Quagemark.
glaube, jetzt gibt es dann erstmal einen Mittagsschlaf. Haferflocken schmecken echt lecker. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ei. Alter, warum habe ich das nicht früher gemacht, mit Milch einfach runterspülen? Das ging voll gut. Zeig, dass du wirklich nichts mehr im Mund hast. Ja, in der Schüssel sind jetzt noch ein paar Reste drin. Ich kann die meinetwegen noch auskratzen. Aber das geht eh nicht gut. Es sind vielleicht noch 10 Gramm hier drin. Ich glaube, das kann man zählen, oder? Ja. Ein bisschen jetzt da noch ein bisschen gefatzelt. Boah, das war ekelhaft. Aber die 2 Kilogramm Rindfleisch-Challenge war noch schlimmer. Ich sag's euch, da war ich 1,5 Stunden drüber gekocht. Boah, ich bin voll gefressen und ich werde jetzt wahrscheinlich auch erstmal nichts mehr essen. Ich hab überhaupt keinen Hunger mehr. Falls dir die Challenge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über den Abo und den Kommentar natürlich auch. Abo da lassen, nichts mehr zu verpassen, Leute. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Na klar.